Und dieser Platz, wie findest du den? Ist eigentlich gut so zum Reinsteigen. Ich glaube, ja, Sonne, Regen und Wind, alles dabei in dieser Golfrunde. Die Ostsee selber, das Meer sieht man von den Bahnen aus nicht direkt, aber es scheint immer wieder durch die Büsche durch. Dafür sind halt diese großen Baumreihen, die etwas vor dem Wind schützen. Aber der Wind ist trotzdem etwas, mit dem man hier rechnen muss. Hallo, ich bin hier auf dem ältesten Golfplatz von Mecklenburg-Vorpommern, etwa 10 Kilometer westlich von Wismar an der Ostsee. Dieser Platz hier ist nach der Wende gebaut worden, ging aber dann bankrott. Und eine Kette oder eine Firma hat das hier 2021 übernommen und renoviert. Hier kommt noch ein Golfhotel hin und man sieht hinter mir, der Empfang ist alles noch provisorisch. Die Driving Range wird gerade gebaut. Der Platz, der wurde neu gemacht, die Greens wurden neu gemacht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist auch nicht total flach, wie man sieht. Es ist hier ein bisschen hügelig und mit Heidekraut rechts und links. Also ganz schön zu spielen. Leider ist das Wetter heute nicht so besonders gut. Aber ja, ich werde auch die Drohne fliegen lassen, damit wir einen Eindruck von oben bekommen, ein bisschen von diesem 18-Loch-Platz. Genießt die Aufnahmen und wenn euch der Kanal gefällt und dieser Clip, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Also viel Spaß beim Zuschauen. Danke. Nein, dieses hohe Gras sollte man besser nicht den Ball schlagen. Das ist ja fast schlimmer als Wasser. Die Grüns hier fand ich sehr, sehr gut. Und ich bin auch völlig alleine hier. Es gibt keine Pitchmarks auf den Grüns. Die sind fest, schnell, sehr regelmäßig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Fairways, das wechselt so ein bisschen ab. Aber in der Regel sind sie auch einigermaßen regelmäßig und bieten keine Überraschungen. Trickreich ist allenfalls das doch etwas tiefe Gras neben den Spielbahnen. Aber naja, sehr viele Bunker gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt natürlich ein paar mit einem ganz schönen Strandsand, der heute allerdings etwas feucht ist. Ich war einmal im Bunker, aber es ging ganz gut. Also hier ist eine überraschend schöne Anlage, wenn man so ein bisschen Freizeitgolf spielen möchte. Nicht super schwer, würde ich sagen, es sei denn, man streut die Bälle überall rechts und links. Aber es ist einfach... Man ist halt in der Natur, am Wasser, sehr schön. Ja, hallo. Hallo.
Also das ist ja ein Zufall, hier am Strand direkt einen Golfer zu finden. Aber der Golfplatz ist ja direkt nebendran, ne? Genau, der ist da drüben. Genau. Und spielst du das schon länger? Nee, ich spiele erst seit diesem Jahr. Also ich habe gerade meine Platzreife gemacht und fange jetzt erst an. Ah gut, und warum spielst du Golf? Also ehrlich gesagt wegen dem Platz. Also wir sind hier immer häufiger und dann habe ich den Platz da gesehen und dann... Woher kommst du denn oder wohnst du nochmal? Ich komme eigentlich aus Hamburg. Ah, und wie oft spielst du in der Woche? Also wir sind nur am Wochenende hier und am Wochenende spiele ich dann eigentlich schon immer so einmal. Und dieser Platz, wie findest du denn? Ist eigentlich gut so zum Reinsteigen. Ich glaube, es ist auch gut. Also es gibt auch ältere Leute, erfahrenere Leute, die da spielen. Also ich kenne mich da jetzt noch nicht so aus, dass ich da irgendwie das urteilen kann, aber ich glaube, es ist schon ein schöner Platz. Viel Spaß, viel Glück bei den nächsten Spielen. Vielen Dank. Schönes Golf. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.